guten Abend zusammen. Da bin ich wieder. Es ist Samstagabend. Ach, halt die Klappe da hinten. Kann ich wohl nicht angehen. Samstagabend. Ich komme gerade vom Weihnachtsmarkt aus Bremen und habe es mir gut gehen lassen den heutigen Tag. Und am gestrigen Tag hatte ich keine Lust mehr, irgendwas aufzunehmen. Sodass wir jetzt heute weitermachen mit Witcher. Ach komm, Klappe halten. Schauen wir uns um. Was liegt an? Kleinen Moment. Wir schauen mal. Lalalala. Da haben wir doch nochmal schön zwei bzw. mehrere Fragezeichen, um die wir uns jetzt mal kümmern. Natürlich, das sind 102 Schritte, die kann... Was hast du denn für einen Auftrag? Ach, genau. Noch mehr von den Viechern? Tschüss. Oh, Jemine. Unser Eins rettet die Leute hier und kriegt dafür einen Hals. Sehr geschickt. So, wir meditieren mal eine Runde. Nicht, dass ich gläubig werde. Na, sag mal. So. So, meditiert haben wir. Und weiter geht's. Was ist hier los? Haben wir es verpasst? Hier irgendwie... Hier los. Hallo? Hier hat jemand Wölfe geschlachtet, eindeutig. Und ein Karnickel. Ist doch alles nicht wahr hier. Kann ich nicht aufnehmen. Ich kann es nicht aufnehmen. Nee, gut. Wie auch immer. Ach ja. Ist jetzt Ruhe? Tschüss. Nerv. Hätte ich dich heute erwartet? Nein. Ich höre auf zu singen. Das wollt ihr nicht. Ich will es auch nicht. Also, weiter geht's. Tülülü. Huch. Was kann ich denn hier aufnehmen? Oh, Gold. Nehmen wir mit. Warum auch immer hier Gold rumliegt. So, was haben wir denn hier? Aha, Gegner. Machen wir Art an und gucken uns das Ganze mal an. So, das war das. Ja, du sagst es. Schwuchtel. Was war das denn für eine tolle Nummer? So. Ich glaube nicht. Komm zu Papa. Ach, ich wusste es. Blöder Bogenschütze. So. Noch nicht. So. Ruhe im Kabuff. Was haben wir? Ein Hühnerbein. Das nehmen wir gerne mit. Da kann ich ein Fass anstecken. Interessiert mich nicht. Ich würde lieber ein Fass aufmachen. Aber hier haben wir doch was. So. Schwubbeldiwupp. Ach je. So. Zack. Ruhe im Kabuff. Tülülü. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ah, was haben wir noch? Ich glaube, das war's im Grundsatz. Was ist hier denn? Ach, der scheint draußen zu sein. Ein Wölfili, den ich wohl erlegt habe. Oder die Gangster, wie auch immer. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, so einen erlegt zu haben. Frühzeitige Demenz. Thema ad acta. So. Dann holen wir uns dieses hier. Tülülü. Wir hier bewachter Schatz und wo ist die Wache dazu? Ich sehe nämlich keine. Naja, wohl nicht. Super. So, Thema zu. Plötzlich. Ach, Schwachsinn. Ja, wenn ich mich mal verdrücke oder was, ich kann das alles auf den Glühwein heute schieben. Und zwar war ich heute Nachmittag mit einem Kollegen schön auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen. Das war scheißwindig, aber der Glühwein hat geschmeckt. Ah, la 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 la, Weltkarte.
Allerdings möchte ich heute auch keinen Alkohol mehr trinken. Dann mal dahin. Dafür wird es heute Abend mit ganz viel Glück, also heute Abend werde ich aufnehmen und morgen dann eine Folge Ark im Multiplayer sehen. Lalalala. Huch. Eine Quest. Na dann, gucken wir uns das doch mal an. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkohle. Richtig. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht... War ja klar. Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Na dann. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. So. Quest verfolgen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Hallo Plätze. So. Aha. Hier geht's also rein. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Nee, echt? Ich hätte jetzt gedacht, nein, ich sag's nicht. Egal. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Eichenmistenpulver. Wer weiß, wofür es gut ist. Was haben wir da? Eine kaputtmachbare Tonne. Ein Traum. Ah. Autsch, das war doof. Sollte man nicht tun, wie ich feststelle. Also nicht mit Art daran gehen, weil ihr seht, was passiert. Die Bienen werden pisst. Nur mit Feuer. Alles andere ist doof. So, da haben wir den Wagen. Genau. Da ist der Wagen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Passt irgendwie nicht zu der Geschichte, die uns erzählt worden ist. Also, gucken wir mal. Was haben wir hier Schönes? Da? Ja, das wissen wir inzwischen. Ist nichts Neues. Ich glaube kaum, dass es die Viecher waren. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. So, was? Ach, Überraschung, Überraschung, Überraschung. Oh Gott, ist jetzt gut hier? Verpisst ihr euch jetzt oder was? Sage einmal. Kann ja wohl nicht angehen hier. Ja, die Gegner sind schon ein bisschen schwieriger. Da schnetzelt man nicht mehr einfach so durch. Nehmen wir mit. Tada. So, damit haben wir immer noch nicht sein Kästchen gefunden. Dafür haben wir irgendwelche Monster geschnetzelt. Beides nice, aber trotzdem suchen wir noch ein Kästchen. Da, das sieht gut aus. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Ein Träumchen. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Gucken wir uns um. Dann können wir mal eben ganz kurz hier Meditation. Schwupp, schwupp. So.
Hier ist also nichts weiter. Doch, da ist was so. Wo ist der Scheißding? Da ist es. Hallo Bienen. Im zweiten Leber werde ich leben, nicht Leber. Oh, hallo. Im zweiten Leben werde ich Imker. Eindeutig. Das ist mir vorbestimmt. So, dann da 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 da. So. Wo ist Platzi? Ich habe den noch hier abgestellt. Da ist Platzi. Das ist doof. Doch. Passt. Da ist er ja, der uns angelogen hat. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines... Da Lügners. Hast es. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Wo ist Plätzi? Da irgendwo. Ah, geschickt, Herr. Fragt mich jetzt nicht, warum ich mich angezündet habe. Ich wollte es einfach. Das war vollkommene Absicht. Genauso habe ich es gewollt. So und nicht anders. Ich wollte Plätze zur Höchstleistung antreiben. Glaubt ihr mir nicht? Ich mir auch nicht. So, lalalala. Du bist fällig. Fälliger als fällig. Boah. Sag mal. Das war ja geschickt. Jetzt biegt der da auch noch ab. Ich glaub das ja alles nicht. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja. Schreit ihr mal rum. Stehen geblieben. Oh. Ja, ich bin heute unfähig, aber eindeutig. Oh. Gibt's denn das noch? Aber langsam ist er wirklich sauer. So. Meine Güte nochmal. Ich muss genau, weil das ja gerade direkt vor Soldaten und ähnlichen Menschen passiert ist. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Gute Frage, ob wir ihm das glauben wollen. Aber wenn ich jetzt überlege, zu den Nilfgaardern ist auch doof, weil die hängen ihn definitiv auf. Naja. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests an... Bestimmt. Ja, gut. Das hätten wir... Gucken wir uns mal um. Das hat man davon. Musste ich den da erstmal quer durch die Wicken hinterher reiten. Okay. Hm.
Also ich plädiere dafür, dass wir das jetzt heute noch machen. Was haltet ihr davon? Danke, ich nehme das als ein Ja. Platzi. Was, Bahn, was? Umso besser. Reifen fliegen nicht, wenn es regnet. Weil ich... Du rennst gegen meinen Gaul und erschreckst dich. Also das nenne ich mal außerordentlich geschickt. Aber wieso habe ich jetzt kein Ziel? Habe ich doch, verstehe ich nicht. Oh, Alter, ihr seid auch zu doof zum was auch immer. Ich habe kein Ziel. Komisch. Dann machen wir mal so. So. Dann machen wir das anders. Dann reiten wir es mal hier hin. Ah, jetzt habe ich auch ein Ziel. Komm schon, Plätze. Nettes Wetter hier. Da macht es richtig Spaß, durch die Gegend zu reiten. Ihr seht schon, das Eingangsgebiet scheint einige Zeit, nein, scheint nicht, ich weiß es ja, verbraucht einige Zeit. Bis ich das den ersten Durchlauf hatte, wobei ich zwei Ansätze gemacht habe und irgendwie immer wieder rausgekommen bin. Und ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich 180 Stunden gehabt. Das ist eine Hausnummer, finde ich. So. Komm jetzt. Wir müssen, glaube ich, hier links. Schauen wir mal. Okay. Kann ich hier schon mal... Nee. Öden machen. Da haben wir einmal... Magie. Ein Ort der Macht. Ort der Macht. Wusste ich doch. Na komm zu Papi. Noch mehr? Irgendwie nicht. Packen wir das Schwert wieder weg. Holen uns den Punkt. So, das hätten wir. Kommen wir noch nicht rein. Das war eine Quest, soweit ich mich erinnere. Ein paar Blümelis können wir noch pflücken hier. Schwupp, schwupp. Schwupp. So, plötzlich. Das hätten wir. Ein Geist weniger und einen Punkt mehr. So. Nein. Charakter. La 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 la. Einmal 5 von 5. Machen wir hier weiter. Und zwar mit Art. Axi interessiert mich nicht. Öden. Art, was ist denn hier? Nächste erhöht die Intensität um 5%. Kann man machen, finde ich. So. Plötzlich weiter geht's. So, was haben wir hier? Da war noch in der Nähe irgendwo. Das war jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen doof, wenn ich mich zurecht erinnere, weil da kein Fragezeichen war. Los, los! Beziehungsweise das Fragezeichen halt unterirdisch ist. Ich kann mich da aber jetzt auch echt täuschen. Wir gucken uns das mal eben an. Ach, einmal Bienenwurm. Komm jetzt! La 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 la, Axi. Ich sag ja, im nächsten Leben werde ich Imker. So. Da können wir eigentlich auch mal hinlaufen. Da brauchen wir unseren Freund Platz nämlich nicht. Und wenn ich mich da zurecht erinnere, ist hier nämlich nichts weiter. Und ich erinnere mich zurecht und muss eigentlich da rein und komme aber irgendwie noch nicht rein. Irgendwas war hier. Geschickt. Ach, Moment. Das war das. Genau. Seltsam. Nee, so seltsam ist das nicht. La 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 la, Art und dann haben wir die Türe offen. Eine Fackel habe ich nicht. Ich muss doch eine Fackel haben. Inventory. Irgendwo habe ich hier bestimmt eine Fackel. Ach je.
Ich sehe keine Fackel. Keine Fackel? Gut, machen wir es anders. Machen wir mal einen Trank. Es gibt hier ja auch Tränke. Jetzt muss ich nur gucken, wo der Katzenaugentrank ist. Verbesserte Katze. Legen wir mal hier rein. So. Nee, so war das nicht. So auch nicht. Nein, wie machen das noch? So, nun passt es. Wie konnte ich den blöden Trank noch benutzen? Nee. So, jetzt habe ich auch Sicht im Dunkeln, was sehr hilfreich sein kann. Ich hätte auch Licht anmachen können, wie ich sehe. So zum Beispiel. Ne? Ein bisschen näher ran. Oh, ist das hell. Ich wechsle hier schon mal wieder auf Öden. Ich tippe auf Geister. Sag ich doch. Komm zu Papa. Hey. Witzig oder was? Die ist mit dem Thema durch. Zutaten sammeln. Da sind noch mehr Pilze. Wer weiß, was hier die gut sind. Oh. Vipernsilberschwert. Also eine Hexerrüstung. Auch das ist eine Spezialität des Spiels. Da sind nachher auch noch einige Quests zu erwarten im späteren Spielverlauf, wo wir genau Vipern-Schulen ausbilden. Das heißt, dafür haben wir entsprechend die Quest erledigt. Was hat er Schönes? Völliger Blödsinn. Gedöns, Gedöns, Gedöns. Da kann ich was anzünden. Interessiert mich nicht. Kartoffelbewusst. Yummy, yummy, yummy. So. Seewandpilze, die gibt es ja auch immer und immer wieder. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Inventory. Wir hatten hier gerade ein Buch. So. An Ivar Bösraug, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendäre Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Also das mit dem Imker verfolgt mich. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei befanden sie eins der Schematas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen und einen Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten, vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werft die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Nun ja, besondere Schwierigkeiten waren wohl doch da, sonst wäre er nicht hier. Keine Ahnung. So, das hätten wir. Ja, dann schauen wir mal. Ja, das war dann die heutige Folge Witcher. Ich hoffe, ihr habt Spaß, auch wenn ich weiß, das habe ich schon festgestellt, im Hintergrund mein Gamepad zu tackern hören war. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. Ich habe es ja dann auch schon mal eingeblendet, so als Vorwarnung. Ich muss mir einen anderen Mikrofonständer besorgen, weil das Mikrofon natürlich dann doch sehr empfindlich ist in seinen Aufnahmen. Also beziehungsweise sehr gut eigentlich ist, zu gut eigentlich schon für meinen Geschmack. Aber das wird sich regeln lassen. Ansonsten, ja, eine Quest erledigt, die wir zufällig bekommen haben. 3, 4 Fragezeichen. Zufälligerweise noch die Vipernrüstung-Nummer mitgemacht. Ja, also heute ein bisschen was geschafft. Ich für meinen Teil verabschiede mich für heute und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und gleich wird ein wenig Ark gezockt. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Schönen Abend noch. Tschüss.
Eat you whole.